Das große Chaos ist ausgeblieben. Die Situation morgens gegen 7:30 am Frankfurter Flughafen ziemlich entspannt. Nur wenige tummeln sich in Halle A des Terminal 1. Die meisten haben sich gar nicht erst auf den Weg gemacht. Lufthansa hatte vorab SMS und E-Mails verschickt, um über Flugausfälle zu informieren. Die wenigen Reisenden, die am Automaten ihre Boardingcard ziehen, dürfen heute auch noch in die Luft abheben. Wir hatten am 1. April schon geguckt, gleich montags mittags, und da war er noch nicht gestrichen und haben auch immer hier angerufen, er fliegt. Nun heißt es also 3 Tage Vollstreik. Bis Freitag ist der Flugverkehr fast komplett eingestellt. Rund 3.800 Flüge wurden gecancelt. Kernpunkt des Pilotenstreiks ist in erster Linie die einseitige Kündigung der betriebsinternen Frührente. Nach dieser Regelung war es bislang möglich, ab 55 in Rente zu gehen. Wichtig ist es zu wissen, dass wir nicht für mehr Gehalt streiken, sondern wir streiken für die Möglichkeit, auch vor dem Eintritt ins gesetzliche Rentenalter in den Vorruhestand zu treten. Das hat besonders was mit Flugsicherheit zu tun. Wir wollen vermeiden, dass Piloten, die eigentlich sagen, ich kann meinen Job nicht mehr verantwortungsvoll ausführen, im Cockpit sitzen müssen wegen des Gehaltes. In einer Urabstimmung hatten 99,1% der über 5000 streikenden Piloten für den Arbeitskampf gestimmt. Sie verweisen unter anderem auf die schwierigen Arbeitsbedingungen. Es müsse möglich sein, über den Berufsausstieg ab einem gewissen Alter selber zu entscheiden. Die betriebsinterne Übergangsversorgung sah bis zur Auszahlung der gesetzlichen Rente 60% der letzten Bezüge vor. Das ist Lufthansa inzwischen zu teuer. Dennoch zeigt sich die Fluggesellschaft verhandlungsbereit. Wir haben angeboten, dass ältere Piloten ihre Lebensplanung gar nicht ändern müssen, sondern wie bisher ausscheiden können. Wir haben angeboten, dass wir die Altersgrenze, ab der sie das entscheiden könnten, nach oben heben, dass das durchschnittliche Alter zum Ausscheiden von 58,9 derzeit auf 61 angeboten wird. Und wir haben angeboten, dass Menschen, die heute noch gar keine Piloten sind bei der Lufthansa, die also noch zu jung sind und vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie irgendwann mal Piloten werden, dass die auch vorzeitig werden ausscheiden können in 50, 60, 70 Jahren, aber dann ihren Beitrag bzw. selbst das finanzieren müssen. Das sind die Grundlagen, auf denen wir gerne verhandeln möchten. Die Fronten sind verhärtet. Schon seit 2 Jahren ringen die Tarifparteien um einen Kompromiss. Lufthansa hat uns am Sonntag erneut das gleiche Angebot vorgelegt wie die 2 Male auch davor. Das besagt, kurz gefasst, dass ab 2017 ein absoluter Kahlschlag der aktuellen Bedingungen vorgenommen werden soll und ein tiefer Keil in die Pilotenschaft getrieben werden soll. Das können wir natürlich nicht mit uns machen lassen. 425.000 Flugreisende sind vom Vollstreik betroffen. Die Ansicht zum Arbeitskampf ist geteilt. Die Piloten haben einen verdammt schweren Job. Und aus Sicherheitsgründen, denke ich, ist es notwendig, selbst entscheiden zu können, wann die Leute in den Vorruhestand gehen dürfen. Ich finde es dramatisch, wenn hier gerade 3 Tage lang der Streik stattfindet, ist für diese Region und überhaupt als Dreh- und Angelpunkt Frankfurt dramatisch. Bis zum Ende der Osterferien sind keine Streiks mehr geplant. Doch falls es zu keiner Einigung kommt, sind weitere Ausstände nicht ausgeschlossen. Irmtraut Kutscher und ihre Reisegruppe werden sich jedoch erst einmal in den Urlaub verabschieden.